Hallo Leute und herzlich willkommen zu Hello Neighbor Alpha 3. Heute werden wir mal ein bisschen anders an die Version rangehen, und zwar mit ein paar Cheats. Ich habe mir die hier drüben aufgelistet, ich muss jetzt mal ganz kurz klarkommen. Wir können jetzt erstmal ganz kurz F3 drücken und dann, warte mal. Okay, geil, das ist schon mal der erste Command in dieser Liste, nicht funktioniert. Weil ihr seht das hier, ich drücke jetzt hier nur die Arrows hier unten. Und ich kann mich jetzt so rummoven, halt so ein bisschen laggy-mäßig, ja. Okay, mit R können wir... Okay, mit R und F sollte man eigentlich nach unten und oben gehen können. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Was habe ich jetzt gemacht, Alter? Okay, mit F1 sollten wir jetzt Low Gravity haben. Stimmt das? Nee, hä? Irgendwie funktioniert das Cheat-Konsole nur so halb. Warte mal. Muss ich da vielleicht noch... Ach so! Oh mein Gott, ich guck... Also es gab halt eine alternative Version und... die eigentliche Version. Ich habe halt die eigentliche Version vom Command, von dieser Control Trainer Bar irgendwas. Und ich gucke jetzt gerade bei der Alternative. Logisch funktioniert das nicht. Okay, nochmal. Plus oder Minus, um rauf und runter zu gehen. Ah, okay, jetzt müssen wir dann noch einstellen, dass wir keine Gravity haben. Okay, wir können Slash pressen. Das ist ja wahrscheinlich 7, beziehungsweise Slash 7. Oder gibt es eine andere Taste für? Alter, gibt hier nicht eine extra Taste für das? Ah, scheiß drauf, ist eigentlich auch egal. okay, auf jeden Fall. Okay, ich habe gerade irgendwas gedrückt und obviously habe ich jetzt Low Gravity und... ja, mein Nachbar. Okay, also es ist ein bisschen kompliziert, diese Cheat-Konsole, muss ich schon ehrlich zugeben. Wir fliegen jetzt hier erstmal ganz nach oben. Und warte mal, ich merke gerade, das ist gerade komplett dumm. Warte mal. Stupid! Schnell geradeaus. Scheiße, warte mal. Warte, ich muss erstmal ganz kurz klarkommen. Wenn ich den Raum gefunden habe, den ich eigentlich will... gib euch Bescheid, okay? Ich bin jetzt hier irgendwie. Alter, komplettes Chaos. Alt und plus für wieder Normal Gravity. Das hier ist die. Was? Alpha 3 Schule. High Schule. Ich bin voll high, Digga. Okay, Digga. Alles klar. Man ist einfach 10-mal schneller, wenn man sich so teleportiert und die Tasten über durchspammt. Okay. Ich weiß gerade gar nicht, ob man jetzt hier durch die Räume durchkommt. Ja, so obviously schon. Ich will ganz kurz noch eine Taschenlampe holen. Keine Ahnung, wo er jetzt ist. Ist eigentlich wirklich eigentlich egal. wir müssen jetzt kurz gucken, irgendwo... oh Gott. Muss ich hier oben in den Raum und dort ist dann ein Secret versteckt. Ich suchte mal eben ganz kurz. Okay, Leute, wir sind jetzt hier oben. Hier wird dann irgendwann halt die Eisenbahn. Was ist das denn? Ach, ich muss die Gravity wieder ausschalten. Warte mal. So. Hä? Bin ich auf dem Dach hier? Das war jetzt eigentlich auch nicht das Ziel, ne? Aber egal, für das gibt es ja diese Taste. Das war jetzt ein bisschen zu weit, aber egal. Okay, noch einen rüber und noch einen hoch. Ja, genau. Okay, wir können jetzt hier rein. Hier ist auch tatsächlich eine Leiter. Okay, wieso ist hier eine Leiter? Hier geht's runter, hier ist sogar belichtet, hä? Hier ist Wasser. Oh, was passiert, wenn wir reingehen? Hä? Da ist Wasser? Das ist diese Tür! Hier ist Wasser drin, deswegen hört es sich das so komisch an. Und hier ist dann ein Raum. Und ja, das war's. Aber wieso hört das hier... wieso... also... das ist übel weird. Okay, wir können jetzt hier rüber dingseln, teleporten. Oder auch nicht, natürlich. Kann natürlich auch immer passieren, ne? Digga, dieser Moment, wenn die scheiß Cheat-Konsole einfach ausrastet. Wo muss ich jetzt hin? Okay, Leute, wir sind jetzt wieder irgendwo. Ja. Ach, warte mal, doch, hier sind wir, glaube ich, richtig. Jetzt einen runter und jetzt sind wir hier. Und jetzt wieder hier. Und wir wollen eigentlich nur durch diese Tür. Das machen wir, glaube ich, jetzt mittlerweile mit so. Ja, okay, die Tür ist verbarrikadiert, alles klar, Digga. Die irgendwie auch, warte mal. Wie komme ich jetzt durch die, ist die Frage. So. Okay, dann sind wir hier, aber hier ist irgendwie auch nichts. Okay, jetzt sind wir mal noch hier drin. Da liegt irgendein Holz oder so. Okay, also das ist dann scheinbar halt wirklich diese Train Station hier irgendwie. Also obviously ist die Train Station. Hier oben, was ist hier oben? Hier ist der, ach, hier ist der Hebel. Ah, lol, jetzt sind wir hier. Okay, I remember that. Okay, was ist hier? Hier geht's dann runter. Ach, und hier ist das Verbarrikadierte genommen. Es ist übel weird, dass die hier so labert, Alter. Das macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Okay, das Ding ist, irgendwo hier gibt's ein verstecktes Secret, das ich gerne, wirklich gerne herausfinden möchte. Das war die falsche Taste. Alles klar, Digga. Och, Mann. Rudi, wieso ist das so kompliziert, ey?
Also, aber hier ist oh, draußen ist auch gar nichts mehr. Okay. Hier oben ist auch nichts mehr. Da waren wir ja schon. Ich muss es jetzt halt ganz kurz suchen, weil ich bin komplett lost. Leute, wir sind jetzt im Fahrstuhl. Ich gehe den jetzt mal hier nach oben. Mal gucken, was uns hier erwartet. Das sieht aber auch echt creepy aus. Oh, da oben ist tatsächlich auch eine Tür. Oh. Ich bin ein bisschen zu weit geflogen. Okay. Das hier ist das Ende vom Fahrstuhl irgendwie. Alles klar, Digga. Okay, hier kommen wir dann hin. Da ist auch schon ein Stuhl und so. Okay. Hier geht es dann runter. Hier wird wahrscheinlich eine Treppe sein. Hier ist eine Tür. Da findet man einfach nichts. Das ist natürlich auch geil. Mann, aber ich finde diesen einen Raum nicht, den ich euch gerne zeigen will. Oder ist der hier? Nee, ich komme mal gar nicht auf mein Leben klar. Auf jeden Fall können wir auf jeden Fall auch jetzt mit einer Taste, mit einer bestimmten, mit, wo ist die denn? Ach Gott, Junge. Ah, genau, hier. Kommen wir ins allseits bekannte Ending. Ist jetzt die Gravity noch? Okay, aber die schalten wir besser mal aus. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan. Okay, hier ist der Nachbar. Wir können hier mit nichts interagieren. Wenn wir hier durchschauen, sehen wir hier einen Schatten, der ziemlich creepy ist. Den werden wir aber, können wir eigentlich zwar auch mal noch anschauen. Hier ist der Nachbar am Bein. Genau, das kennen wir schon. Wir dürfen ihm nicht zu nahe kommen. Bruder, was? Okay, Leute, warte mal. Ich habe hier jetzt einen QR... Ach, scheiße, warte mal. Okay, Leute, wir sind jetzt hier wieder im Ending. Hier gibt es aber noch eine zweite... Was war das denn? Zweite Tür. Ein QR-Code, beziehungsweise eine Hälfte. Und davon gibt es noch eine zweite auf dieser Map. Die haben wir allerdings nicht gefunden. Ich weiß nicht, was ist, wenn ich jetzt teleportiere? Das ist gar nicht gut. Okay, so. Da muss ich so und, genau, hier ist der QR-Code. Hier ist irgendwie, keine Ahnung was, Alter. Okay, hier drin ist auf jeden Fall dieser QR-Code. Können wir uns nochmal da rein dingsen? Sind wir drin? Ne, warte mal. Scheiße, nochmal. Okay, verdammt. Ich habe mir den QR-Code jetzt trotzdem aus dem Internet runtergeladen, weil ich habe ihn auf der normalen Map einfach nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo der ist, um ehrlich zu sein. Ich mache den hier jetzt mal auf und ich versuche den jetzt mal mit meinem Handy zu scannen und dann zeige ich euch kurz, was dabei rauskommt. Also es erkennt es einen QR-Code. Ah, jetzt, okay. Also es hat auf jeden Fall jetzt geklappt. Ich gucke mir das jetzt mal ganz kurz an. Okay, warte doch, ich habe es jetzt rausgefunden, Leute. Und zwar, wenn man diesen Code dann scannt, bekommt man den Text raus. Und die gibt es dann einfach auch bei Google ein. Können Sie es sehen? Denken Sie daran. 1003063. Ich musste es verstecken. Vielleicht finden Sie es heraus. Das heißt, also... Oh Leute, wenn man den QR-Code mit dem Handy scannt, dann könnte es diese Nummer anrufen. Oh Gott, zum Glück. Glück hat es bei mir nicht richtig funktioniert. Nee, okay, auf jeden Fall. Also es ist halt... merkwürdig. Was ist denn, sie können es sehen? Also, wir Spieler können es sehen. 1003063. Ich muss das verstecken. Vielleicht finden sie es heraus. Was können wir denn herausfinden? Was musste der Nachbar denn verstecken? Keine Ahnung, was diese Zahlenfolge auf sich hat. Auf jeden Fall gibt es hier, glaube ich, noch ein oder zwei andere Secrets. Auf jeden Fall, Leute, das war's mit dieser Folge Hello Neighbor. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen und ja, ich bin gespannt, was ich mit diesem Secret herausstellen will, falls ich überhaupt irgendwas herausstellen will. Vielleicht wird sich auch nichts herausstellen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, was ist mit dieser Folge? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!